Das neue Technology Center der Walter AG in Tübingen. Hier soll der Begriff der Industrie 4.0, die Digitalisierung der Produktionsprozesse, Realität werden. Längst ist ein globaler Wettlauf um effektivere, bessere Fertigungsprozesse und die Vernetzung mit geografisch entfernten eigenen, aber auch nutzbaren fremden Ressourcen entbrannt. Tief beeindruckt und alarmiert zugleich hatte sich Ministerpräsident Kretschmann im vergangenen Jahr nach einem Besuch im amerikanischen Silicon Valley der kreativen Ideenschmiede der USA gezeigt. 100 Millionen will Schwarz-Grün deshalb allein 2017 in die Digitalisierung der Infrastruktur investieren. Dass wie beim geplanten Bau digitaler Autos Google, Apple und Co. langfristig die herkömmliche deutsche Industrie ins Auge nehmen, meint auch EU-Digitalkommissar Günther Oettinger. Die Amerikaner sind voraus. Und die Amerikaner haben die digitale Überlegenheit und haben eine klare Strategie. Setze digitale Überlegenheit sowohl in Geräten, Stichwort iPhone, wie bei Big Data, Stichwort Datennutzung, um in gesamtwirtschaftliche Überlegenheit. Die Strategie zielt nicht gegen Nordkorea und nicht gegen Kuba. Die zielt in das Herz der europäischen, nein der deutschen, der süddeutschen Industrie. Die reine Hardwareproduktion, so die Meinung bei den Amerikanern nämlich, werde dann einmal unwichtigeres Nebenprodukt. Dass man die erste Runde der Digitalisierung verloren habe, sind Oettinger und Kretschmann überzeugt. Jetzt müsse man die zweite gewinnen. Hier aber sehen Experten wie der Leiter des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts Bauernhansel oder der Vorstandsvorsitzende der Tübinger Walter AG Merlo alles andere als schwarz. Die Amerikaner sind meiner Meinung nach vielleicht schneller in der Richtung Software vorne gegangen. Aber Deutschland ist eine Master, was Industrie 4.0 angeht. Viele andere Länder ist Industrie 4.0 einfach ein Begriff, ein Titel, eine schöne Mode. Mehr ist es nicht. Hier sehe ich typischerweise Deutschland, diesen Pragmatismus und dieses Machen und nicht nur Reden. Wir stellen die Maschinen her, die technologisch führend sind. Wir sind die Fabrikausrüster der Welt. Wir sind aber auch bei vielen technischen Bereichen führend. Denken Sie an die Automobilindustrie. Wir haben den Kundenkontakt, wir haben die Technologie, wir haben die Physis in der Hand. Und jetzt müssen wir uns eben diese Fähigkeiten aneignen, die notwendig sind, um auch den Cyberteil von den Produkten entsprechend aufzubauen. Und dann, glaube ich, haben wir alle Chancen, im Wettbewerb zu bestehen. Basis hierfür bildeten die hervorragenden Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen und zudem viele Unternehmen, die hier bereits eng vernetzt zusammenarbeiteten. Hier reden wir nicht von Ideen oder Konzepte oder Visionen. Hier gibt es Pläne, hier gibt es Projekte, die konkret was bringen werden. Hier treffen sich Firmen, Leute, Menschen, weil die gemeinsam was erreichen wollen. Auf eines aber müsse Deutschland in unmittelbarer Zukunft Wert legen: den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Form hochleistungsfähiger Leitungsangebote. Das Gute an Deutschland aber sei, im Gegensatz zu anderen Ländern könne sich Deutschland entsprechende Investitionen jederzeit leisten.